Hallo, servus. Heute schauen wir uns mal ein verlassenes Haus an. Direkt an einer Straße. So wie es aber ausschaut, kommt man da nicht richtig rein. Da hängt schon mal eine Zeitung. Von 1977. Jetzt schauen wir mal schnell da ums Eck rum. Ist eine Tür und da haben wir einen kleinen Stadel. Vielleicht schauen wir da noch schnell runter dann. Jetzt probieren wir mal, dass wir in das Haus reinkommen. So, jetzt schauen wir mal da. Da ist nämlich ein Fenster offen. Beziehungsweise, das ist gar nicht mehr herin. Und da könnte man in das Haus mal reinkommen. Probieren wir es mal. So, jetzt haben wir da oben. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen um da. Aber ich glaube, da ist nicht mehr viel. Nicht mehr viel zum Sehen. Da kommt auf alle Fälle die Natur schon richtig rein. Da macht sich darin schon einen Weg frei. Das ist jetzt die eigentliche Haustüre gewesen. Da ist eine Badewanne angelandet. Man hat einmal versucht, das Ganze zu renovieren, wie es ausschaut. Das ist wieder so der klassische Fall, gell? Angefangen und dann einfach aufgehört. Da sieht man recht schön die Mauerstruktur da. Das sind noch die uralten Lichtschalter. Ah ja, uralt sind die auch nicht mehr. Die uralten waren das da. Oder? Zum Drehen hat man drehen müssen. So, da ist zu. Das ist ein kleiner Raum. Und zum Rest von dem Haus kommt man da gar nicht, wie ich das sehe. Das glaubt man ja gar nicht. Hey. So wie ich jetzt das Ganze sehe, kommt man in die obere Etage wahrscheinlich nur, wenn man vorne durch diese komische Haustüre reingeht, wo die Zeitung da hängt. Das probiere ich jetzt einmal, ob ich da irgendwie durchsteigen kann. So, jetzt probiere ich es einmal. Ob ich da irgendwie durchkomme. Schauen wir mal. Schaut zwar jetzt schwierig aus, aber ich versuche mein Glück. So, jetzt bin ich da am Einstieg. Gut, das schaut jetzt schon ein bisschen noch was anderem aus, da wieder, gell? Zack, wieder ein Auto vorbeigefahren. Also da ist der Sicherungskasten. Schauen wir mal, ob da ein Zähler herin ist. Zähler ist da. Ob da Strom da ist. Da ist immer nichts. Jetzt schauen wir mal da weiter. Da liegt der Briefkasten. Eine uralte Couch aus Omas Zeiten. Dürfte mal die Wohnstube gewesen sein. Mit dem Ofen da. Ein alter Ölofen.
Da haben wir passend zur Zeit eine Maske. Ein kleiner Raum. Nochmal ein Raum mit Bettzeug. Diese Fenster da, wenn man anschaut, die sind also, ich darf mal sagen, 50er Jahre. Da hat man, wenn man das Fenster aufmachen wollte, den Hebel in eine bestimmte Stellung bringen müssen. Und wenn man es kippen wollte, in eine andere Stellung, also nochmal weiter drücken, dann hat man es kippen können. Es geht heutzutage alles ein bisschen bequemer. Dann schauen wir mal da raus. Da haben wir eine Treppe. Ein Obergeschoss, okay. Also man hat da tatsächlich scheinbar versucht zu renovieren. Und ist wieder kläglich gescheitert. Wenn man es ganz oft sieht, das ist jetzt der andere Raum, da fahren wir jetzt wieder zur Haustür raus. Da hat man nun einen Hasekalk. Dann schauen wir mal schnell da noch den Speicher rauf. Da liegt noch das Waschbecken. Ein Spülbecken aus Omas Zeiten. Und dann schauen wir mal da auf das. Auf diese Dachluke oder was das sein soll. Die Treppe geht. Oh, es geht gerade so. Moment, ich stelle euch mal ab und versuche mal, dass ich da rauf komme. Ist ja doch noch jede Menge Equipment herum da. Uiuiui, diese Treppe, die hat was. Okay, Freunde, dann sind wir herum. Jede Menge eure Zeitungen. Von 21. Oktober 1977. Es hat schon ein paar Jährchen hinter sich. Da liegt so viel Zeug umeinander. Da weiß man gleich gar nicht, wo man als erstes hinschauen soll. Opas Mantel für den sonntäglichen Kirchgang. Da hinten haben wir zwei alte Sessel. Antenne zum Fernsehschauen. Da haben wir noch einen relativ niedrigen Durchgang. 1,40 Meter tippe ich jetzt einmal. Was versteckt sich da hinten? Da haben wir eine Antenne. Da haben wir eure Kommode, ein paar elektrische Sachen da hinten. Was ist denn das da? Euer Grill, hä? Zum Hähnchen grillen. Ja, also es ist jetzt im Großen und Ganzen, muss man sagen, nicht wirklich spektakulär. Ja, da hängen da die Spinnweben runter. Solche Geräte haben wir da. Das Einzige, was mich jetzt noch reizen wird,
Dann da hinten habe ich gesehen, eine Fernsehwoche, eine Fernsehzeitung. Von wann die ist, da mal ein altes Exemplar, Medical Tribune von 1974 steht da drauf. Also anscheinend ist das Ganze doch schon relativ lange verlassen da. Auf der Zeitung steht Carter in Deutsche ein Vorbild. Jimmy Carter war auch 70er Jahre. Okay, dann haben wir das da herum gesehen. Mit einem interessanten Gebälk. Dann muss ich diese Treppe oder wieder diese Hühnerleiter wieder runter. Und dann schauen wir vielleicht noch mal kurz draußen in die Scheune da hinten. Da muss man extra einen Besen stehen lassen, damit ich diese ganze Bude, so wie es gehört, Besen rein verlasse. Weil wirklich sauber ist das nämlich da jetzt nicht. So Freunde, jetzt sind wir da unterhalb von dem Haus. Also da im Erdgeschoss, das war praktisch, wo ich fürs Fenster reingestiegen bin. Und das Obergeschoss war dann dieser Raum mit der Couch und wo dann die Treppe nur noch ganz oben geführt hat. Und jetzt haben wir da daneben noch diesen kleinen Stadel. Mal schauen mal, was man da noch so findet. Da haben wir schon nochmal eine Zeitung mit einer Todesanzeige aus 1969. Gut, da herin ist jetzt nicht mehr das große Spektakel. Ich habe jetzt bloß da hinten noch was gesehen. Und zwar sind das zwei uralte Gerätschaften für die Feldbearbeitung früher. Was das aber genau war, keine Ahnung. Ansonsten ist der ganze Stadel da schon sehr baufällig, gell? Oben haben wir schon die Löcher drin. Haben wir noch ein bisschen Müll entsorgt. Und damit, würde ich sagen, sind wir da durch. Dann sage ich wieder mal danke fürs Zuschauen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal. Servus.